Einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen hier bei den Ölspinnen von Skyrim. Ich bin mal gespannt, was so auf mich wartet und ob tatsächlich die Ölspinnen auch zerplatzen, wenn ich sie einfach so mit dem Feueratem anhauche. Oder ob das so ein Ding ist, was nur eintritt, wenn dieses Gewabbel um die herum ist. Aber ich werde jetzt mal kurz auf die... Da. Wenn ich das hier mal aktiviere. Ja, okay, ging um die Tür. Gucken wir weiter runter. Okay, dann ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass die ganzen Ölspinnen jetzt hier nochmal sind, aber irgendwie nicht. Hier sind nur Wächter. Ich habe, so, das hier ist doch schon an sich eine Prüfung. Wahrscheinlich schalte ich dadurch erstmal nochmal wieder eine Prüfung frei. Verbogenes Metall, große Sehnensteine sind alle leer. Bauen ab. Also nicht an Leistung, aber die bauen hier irgendwas ab. Ich habe eigentlich gedacht, die ist einfach wahnsinnig geworden und hat den Kopf gegen die Wand geschlagen, aber das sah eher nach dem Vorgang des irgendwas Abbauens aus. Okay, vielleicht dreht sie auch wirklich nur einfach am Rad. Die Möglichkeit besteht weiterhin. Also übrigens meine Axt mal wieder nachladen, fällt mir auf. Moment. Einmal gemütlich splintern. Schön hier. Gar nicht weitläufig. Das habe ich noch nie gesehen. Gibt kaum Sachen, die man irgendwie verpassen könnte oder so. Das wäre auch wahnsinnig schade, wenn das passieren würde. Die Frage, das sieht nämlich alles verdächtig danach aus, als wäre das ein kleiner Plattformer hier. Alles oder nichts. Okay, dagegen anstinken ist auch Quatsch. Hier lang. Immer feste Ruf. So. Dann rein da. Halt das Korridor. Ich, keine Ahnung, was Lydia treibt. Ich glaube nicht, dass die KI dafür ausgelegt ist, sowas zu schaffen, aber das müsste ja eigentlich. Ich hoffe, das war nicht Lydia. Ah. Bah. Ah, Lydia ist schon am Kämpfen, deswegen. Natürlich ist sie schon mal vorgelaufen, wie sich das gehört. So. Der Kollege hat es hinter sich. Mal den Adept rausholen hier. Okay, gibt es wieder Metall ohne Ende. Und eine Truhe. Amulett von Mara habe ich mittlerweile 20. Muss jetzt nicht mehr sein. Außerdem brauche ich es ja eh nicht mehr. Für den eigentlichen Zweck. So, wer sind wir hier oben? Irgendwo war hier noch so eine Brücke gewesen, oder nicht? Die habe ich nur von oben gesehen. Ja, hier. Aber die hilft mir jetzt nicht wirklich weiter, wenn man mal ehrlich ist. Dann gehen wir hoch. Ein bisschen Dampf auf dem Kessel oder vom Kessel weg. Na, das sieht mir eher nach Dampf auf dem Kessel aus. Oh, hi. Ja, gut, da geht er flöten. Die Sache ist die... Das hilft mir gerade nicht. Hat Lydia jetzt gerade die Balliste abgefangen? Das ist jetzt schön und gut.
Ja, aber ich glaube, auf der anderen Seite ist auch nochmal so ein Ding. Was mir dann mehr hilft, oder? Ja, doch, das ist auch nochmal so ein Teil. Dann geht's runter, komm. Ein bisschen Geldbeutel mitnehmen. Dann gehen wir nochmal in den anderen Korridor und ich denke mal, wenn sich das dann alles fügt, mit Ventile und überhaupt von beiden Seiten, dann, erst dann, können wir den Weg beschreiten. Dieses Tagebuch. Da wird wahrscheinlich auch nochmal wunderbar dargestellt, was man alles machen muss, aber ich versuche es erstmal selbst herauszufinden. Okay, hier geht es dann runter. Ah, okay. An einem gewissen Punkt geht man dann wahrscheinlich einfach da runter und das Wasser ist weg. Irgendwie sowas. Okay, die Tür wird von irgendeinem Schalter wahrscheinlich aus betätigt. Wenn die auf gar nichts reagiert, also weder Schlüssel erforderlich noch irgendwas. Dann gibt es hier bestimmt irgendwo einen Schalter. Ah, Pfeile. Hab zwar 20.000 hergestellt im Zuge meiner Schmiedekunsterfahrung, aber mittlerweile. Ist ja nicht Survival. Es kostet dann. Ist ja kein Gewicht drauf. Ist auch so ein Punkt, der bei Survival mit dabei ist, dass Munition dann Gewicht hat tatsächlich. Was ich prinzipiell auch nicht wirklich schlecht finde. Macht es halt nur realistischer. Weil so 5000 Pfeile wiegen, glaube ich, auch eine ganze Menge. So, den Typen weggehauen. Die Tür öffnet sich natürlich auch nur durch einen anderen Mechanismus. Wo auch immer der sein mag. Tja, gute Folge. Nächste Folge kann ich irgendwo durchschießen. Okay, das hilft schon mal nicht. Hier ist auch nicht irgendwo mal so eine Schießscharte oder irgendwas, ne? Wäre auch zu freundlich gewesen. Ach, guck mal, da oben ist er versteckt. Ja, fast. Sehr gut. Ist abhängig davon, es ist entweder die Tür hier links oder die... Oh, okay, es ist tatsächlich die andere. Dann sorgt die andere dafür, dass diese Tür aufgeht, nehme ich an. Ist ja fast schon ein Rätsel hier. Ja gut, sind halt zwei Dots, auf die man schießen soll, ne? Hashtag Rätsel. Und die Tür ist immer noch nicht offen. Hashtag Rätsel. Scheiße. Okay, das heißt, ich habe jetzt auf jeden Fall drei Türen, weil ich habe jetzt... Okay, da ist noch. Das ist so ein Ding, was alle aktiviert sein müssen oder so. Da sind nämlich mehrere. Ja, hier geht nochmal Gas an. Das Ding ist gar nicht aktiviert hier. Hier muss überall Dampf raus. Komm. Okay, vielleicht ist der Druck ein bisschen viel. Oh nee. Das ist tatsächlich ein Rätsel, das ist einfach, ich muss gucken und es darf tatsächlich nicht die falsche Reihenfolge sein, weil sonst macht es einmal Grummel und dann ist wieder doof. Okay. Gehen wir mal hier hoch, vielleicht ist da ja irgendwo ein Ansatz, wie ich es richtig mache. Hat die Treppe nämlich beim ersten Mal vorbeigehen auch gar nicht gesehen. So, hier. Uhlen.
Vielleicht weiß der mehr. Heidi blieb bei den Rädern zurück, um diese metallenen Monster abzuwehren, doch sie seitdem nicht mehr aufgetaucht. Ich werde also weitermachen und das Beste hoffen. Ja, schade. Leider wird mein Fortschritt durch ein Tor verhindert, das nicht aufbrechen kann. Ich habe die Rohre verfolgt und es scheint, das Tor durch den großen Kessel in der Mitte des Raums gesteuert wird. Ich werde versuchen, die Resonator mit einem Pfeil abzuschießen und zu sehen, ob sich das Tor dann öffnet. Ja. Das ist natürlich nur die Frage. Ist irgendwo ein Anhaltspunkt? Ich glaube nicht, ne? Was passiert denn bei den einzelnen Dingern? Ah, man muss rechnen. So, der erste gibt 3. Eins, zwei, drei, vier. Drei, vier, sechs. Hat 9. Wie er macht das? Na, das waren 6. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Ja, das waren 9. Ja, gut, das ist dann jetzt schon wieder zu viel. Kann ich den auch nochmal runter machen? Ja, okay. Ich kann auch wieder den Druck rausnehmen. Das ist praktisch. Damit wir da nicht gleich schon wieder kämpfen müssen. Erstmal den Willen beugen. Macht ja gar keinen Sinn. Habe ich jetzt gerade ausgewählt, dass ich die Axt eigentlich auswählen wollte, glaube ich. Feueratem. So. Versuchen wir den ganzen Spaß doch noch einfach nochmal. Jetzt mit ein bisschen Vorwissen. So, was macht das Ding denn hier? Das sind 9. Dreizehn. So, nochmal 3 und nochmal 4. Das heißt, wenn ich die ersten beiden jetzt mache. Müsste es eigentlich genau aufgehen. Gucke mal. Mathemann. Oh Gott. Ja, Mathematik ist eine Allergie von mir übrigens. Du musst dann immer husten. Einmal nochmal die Axt ausgepackt. Einmal das Ding ausgepackt. Natürlich geht jetzt die Tür auf, also. Und wie gesagt, ich bin immer noch stark am Hoffen, dass es im Endeffekt einfach nur am Ende da so ein Stein liegt oder zwei. Was? Dass da am Ende ein Stein liegt oder zwei, es tut mir leid, ich muss ab und zu mal ein bisschen deutlicher reden, glaube ich. So. Da geht's auf und hier geht's direkt weiter mit 9 Zahnrädern. Das wird lustig für Lydia, glaube ich. Für mich unter Umständen auch, wenn ich hier das falsche Zahnrad erwische oder so. Hui. Da kommt noch normale Doppelschwinge, haben wir lange nicht gehabt. In der Folge auf jeden Fall noch gar nicht, glaube ich. Eine Truhe. Als kleine Zwischenbelohnung. Jetzt bin ich mal gespannt, was das Ding hier macht. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Jetzt. Hier alles dreht sich hier lustig vor sich hin. Okay, und jetzt dann einfach nochmal durchlaufen, oder was ist jetzt das Thema hier? Was kommt man denn dann da? Ist da eine Tür? Ja, da ist eine Tür. Es ist doch jetzt bescheuert. Dann muss ich jetzt einmal ganz nach unten ins Wasser und dann nochmal das ganze Ding durchlaufen, wenn ich mich nicht recht entsinne.
Weil anders komme ich hier nicht mehr weg, glaube ich. Außer vielleicht auf das Ding. Warte, ich mach mal schnell speichern. Ja. Okay. All gut. Bis auf die Tatsache, dass ich hier jetzt auch nicht weiterkomme. Aber vom Start würde ich weiterkommen. Ist nur die Frage, wie ich da jetzt wieder hochkomme. Alles baut sich hier immer neu auf. Also man kann nicht einfach mal einen ganz normalen Arbeitstag haben, sondern man muss immer irgendwelche Hebel ziehen, dann ändern sich irgendwelche Dungeons, dann hat man immer irgendwas Neues hier. Laufen wir mal hier lang. Ist das denn jetzt richtig, was ich hier mache? Oder mache ich hier ganz viel Kacke? Ja, doch, das ist richtig. Ich muss jetzt nur noch einmal da drüber laufen quasi. Das ist doch doof. Gehen wir den Weg nochmal. Aber es ist ja doch nicht so wild, weil jetzt ist das Tor ja offen. Also alles in Ordnung. Dann gehen wir nochmal hier durch. Dann nach links. Dann sind wir eigentlich auch schon so gut wieder. So, nach links herum. Schön durch. Alle hopp. Und große Halle. Große Halle klingt sehr vielversprechend. In großen Hallen sind gerne auch mal wichtige Items. Oh Gott. Aber warte mal, jetzt kann ich das einmal kurz testen. Albino-Spinne. Ihr seid ja gar keine Ölspinnen. Egal. Öl-Albinos. Das ist AdBlue. Zu viel ein bisschen drin. Ach, was wäre das schön, wenn ich dich jetzt einmal anflemmen könnte, aber nein. Spurangriff. Ja. Hörst du auf? Ich kann euch jetzt echt nicht gebrauchen mit eurem Zip. Schon ganz gut, dass ich euch nicht mit einer Armbrust besiegen muss, weil ihr irgendwo sonst wo oben steht, wo man nicht hinkommt. So, das wäre kaputt. Vor allem, wie die ständig die Rüstung durchschlagen einfach. Muss ich mich halt wieder ein bisschen heilen. So. Schnellspeicherung und wieder zum Splinter. In der Hoffnung, dass ich jetzt mal ganz schnell herausfinde, was ich hier tun muss. Okay, da sind drei rotglühende Dinge. Rotglühende Dinge heißen in der Regel nichts Gutes. Was haben wir hier? Dynamo-Schalter. Okay. Okay, ich nehme das Ding raus, dann geht die Treppe weg, dann packe ich es hier rein. Dann geht die Tür. Oh Gott, da sind noch. Ja. Hätte ich doch noch andere Dynamo-Kerne. Also ich habe, glaube ich, ein, zwei, aber die sind zu Hause. Die sind nicht hier. Heißt das, ich komme jetzt nicht. Ach doch, das ist exakt das, was es heißt. Das übliche Lied, warte mal. Möglichst weit weg von dem. Und so lange drauf ballern, bis er irgendwann umfällt. Lydia, du. Na egal. Kein Bock, nochmal gegen den zu kämpfen. Ist ja auch nett, dass sie tatsächlich dann einfach zwei sind. Turios da hinstellen. Sieht er mich tatsächlich nicht? Krass, mein Schleichen ist ja mittlerweile heftig. So, das zu dem und das gleiche Spiel machen wir jetzt einfach mit dem anderen auch. Lydia, das ist echt nicht praktisch. Ach, ich vergesse immer, dass er die Treppe runtergeht.
Ich kann das erklären. Noch sind nur Lydia, glaube ich. Komm ich auch mit klar. So. Nice. Zwei Centurios weggedübelt. Detrischer Pfeil, Dwemerhebe brauche ich nicht. Mächtiger Seelenstein, den Kern brauche ich auf jeden Fall. Diesmal wirklich. So, dann das ein bisschen Zeug und den anderen Kern. So, dann machen wir jetzt noch die Tür auf. Und dann hat sich's für heute. Das wäre nämlich schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe mal, es erwacht jetzt hier nicht irgendwie mechanischer Drache, was sehr cool wäre, aber die Folge nochmal unnötig in die Länge ziehen würde. Und da geht das Türchen auf. Einmal nochmal kurz gucken, was dahinter ist. Okay. Da ist auf jeden Fall der Lift nach oben. Bisschen Gold. Jawohl. Eine Ebenerdstreitsaxt. Das ja, habe ich zwar schon. Antlitz von nun. Und da rollt das Objekt der Begierde weg. Es lag auf jeden Fall auf einem Teller. Das heißt, es war eigentlich relativ gut platziert. Nur, dass die wegrollen können, ist ein bisschen doof. Aber gut, wir haben jetzt eins von den Dingern mehr. Das heißt, das nächste Mal kann ich nochmal in diese eine Ruine gehen. Und wir werden das nächste Mal dann hier mit diesem Lift nach oben fahren und weitere Dinge tun. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, gerne das übliche Zeug da lassen. Und wir sehen uns morgen bei Skyrim oder einem anderen Projekt von uns. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.